Manu von Liebste Schwester und wir basteln heute zusammen diese kleine Schneckenkarte. Genau. Und dafür braucht ihr natürlich das Schneckenset. Schneckenpost heißt das, ist im Frühjahrskatalog mit drin. Und die dazugehörigen Stanzteile für die Big Shot. Dann habe ich das Designerpapier Ompo benutzt. Das findet ihr in der Celebration Aktion. Und da gibt es viele schöne Farben. Ich nehme jetzt Permuda Blau. Und zwar das mit den Kreisen. Na. So, das wird unser Hintergrund. Dann brauchen wir natürlich noch weißes Papier, ganz klar, für die Kartengrundlage. Und dann die Aquarellstifte, Watercolor Pencils. Die nehme ich jetzt zum Ausmalen und den Mischstift dazu. Genau. Der Hintergrund von der Schnecke. Moment, jetzt muss ich den direkt suchen. Hier ist er noch. Ist aus der Werkstatt Worte. Und zwar ist das dieses Kleckse-Stempel-Teil. Genau, und das funktioniert prima. Das zeige ich euch gleich. Also, wir legen einfach mal los. Zuerst brauchen wir die Hintergrundkarte, ganz klar. Dafür halbieren wir einfach das A4-Blatt. So, bei 14,85 so rum. Und diese Hälfte wird nochmal halbiert. Das ist die Kartengrundlage. So schaut die aus. Schön mit dem Falzbein glatt ziehen. Und darauf kommt unsere bunte Grundlage. Je nachdem, was ihr für eine Kartengröße verwendet, empfiehlt es sich immer dann hier einen halben Zentimeter weniger zu machen für die Grundlage. Bei mir wäre die jetzt 10 mal 14,5. Also 10 mal 14,5. So, und danach die weiße. Die wäre dann halt nicht 10, sondern 9,5. Mal 14. Immer einen halben Zentimeter kleiner. So sieht es dann übereinander aus. Genau. Jetzt brauchen wir die Schnecke. So, und ein weißes Blatt. Die Schnecke stempeln wir mit Stamps On. Damit sich später beim Ausmalen nicht der Farbstempel löst. So, was brauchen wir noch? Die Pilze. Mal hier kurz umkleben. Geht ja ganz schnell. Das ist extra nochmal geschützt. Also, einmal brauchen wir die Schnecke. Dann den süßen Pilz. Und zuletzt noch die Sprechblase. Jawohl. Das Ganze stanzen wir jetzt aus. Einmal Big Shot. Meine ist schon ganz verfusselt, aber sie tut es noch. Also, wir machen mal das auf der Seite. Das sind einmal die Pilze, dann das Schneckchen. Na, das ist die Magnetplatte, müssen wir ein bisschen rutschen.
kann man natürlich auch per Hand ausschneiden, ganz klar. Aber so macht es einfach mehr Spaß. Aber es hat auch seine Tücken, wie ihr seht. Die Sprechblase machen wir im zweiten Versuch. Einmal durch. So, die Schnecke, Pilz. Jetzt halt nochmal die Sprechblase. Jetzt. Knack, knack. Und fertig. Das muss so knacken. Nur wenn man Gewalt anwenden muss, dann stimmt was nicht. Dann sollte man aufhören. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die kleine Schnecke in diesem Farbverlauf ausmalen könnt mit den Aquarellstiften. Und zwar fange ich oben an der Schnecke mit Gelb. Man kann ruhig gut aufdrücken, dass die Farben schön kräftig werden. Und einfach, muss nicht ganz perfekt ausgemalt sein, einfach grob ausmalen. Dann hier im Schneckenhaus noch ein bisschen Gelb. Dann als nächstes ist das dieses Kürbis. Das wird so ein Orangeton, in den jetzt der Rot, das Gelb übergeht, bevor es ins Rot kommt. So, genau. So, dann machen wir aber hier unten am Schneckenfuß noch ein bisschen Calypso. Und hier auch so ein bisschen im Eck. Dann habe ich hier noch Wassermelone. Die kommt in den Schneckenfuß. Und hier in der Kurve. So. Bermuda-Blau. Auch nochmal im Schneckenhaus. Und der geht dann über in das Pazifikblau oder ein anderer Blauton. Es geht ja nur darum, dass ein Farbverlauf entsteht von den helleren zu den dunkleren Farben. Und ganz unten Anthrazit. Und hier nach zwischendrin so ein leichter Grünton, dass das schön ineinander läuft. So, das Herz hier oben nach Rot. So schaut es dann aus. Und den Pilz genauso. Mit einer roten Farbe erstmal grob ausmalen. Oben am Pilzkopf ein bisschen Gelb. Wassermelone am Ende. So, dass dein Pilzchen dunkler wird. Und hier auch nochmal Wassermelone am Pilzkopf. Und schön ähnlich. So, damit es dann nachher wieder zum Blau der Karte passt. Hier könnte man auch noch ein dunkleres Blau benutzen, dass die Pilze sich ein wenig unterscheiden. So, für die Blätter grün. Und hier unten für das Gras. Und auch ein bisschen für diese Pilzstängel. Und ein bisschen Gelb, damit es schön bunt bleibt und zur Schnecke passt. Hauchgelb in die Blätter. So. Und dann ganz klein bisschen wie ein Schatten, so ein bisschen Anthrazit auf die Seite und auch in den unteren Pilzkopf. So, genau, jetzt schauen wir mal.
So sieht das jetzt aus, wirklich ganz grob schraffiert. Genau. Und damit das, Moment, ein bisschen scharf stellen. So. Damit das jetzt wieder schön den Farbverlauf bekommt, nehme ich den Mischstift. So sieht der aus. Kennt bestimmt der eine oder andere. Und ein Schmierblatt. Und jetzt kann ich einfach anfangen, über die Farben drüber zu malen, von hell nach dunkel. Und vermische jetzt die Farben. Mit leichtem Druck an den Farbübergängen, dass sie gut ineinander laufen. Und hier auf dem Papier kann ich die Spitze einfach wieder auswischen und wieder neu anfangen. Hier wieder im hellen Bereich, über das Orange ins Pink. Dann wieder ein bisschen mit Druck nachlassen. In dem Farbwechselbereich, dann läuft es schöner ineinander. Und hier unten in der Kante. So, das Herz. Und genauso beim Pilz. Oben zuerst das Gelb. Dann in das Rot und dann in die Wassermelone nach unten. Da, wo die Farben ineinander laufen, wieder ein bisschen Druck vom Stift rausnehmen. Dass sie schön ineinander laufen. So, hier unten nur ganz grob. Und hier auch zuerst das Rot-Pink und dann mit ein bisschen mehr Druck ins Blau, dann vermischt sich das nämlich in der Mitte in Violett. Hier genauso. Das ist nämlich so einen tollen Farbverlauf. So, Stiel kann es ruhig gemischt sein. Dann wirkt es dann eher wie ein Schatten hier von Gelb nach Grün und ein Hauch Grau. Die Blätter. Aha, und jetzt zeige ich euch das gleich noch. So sieht es dann aus. Dann sind keine Stiftstreifen mehr zu erkennen, sondern die Farben laufen schön ineinander über. Genau. So kann man das mit den Aquarellstiften ausmalen. Und dazu braucht man noch den Mischstift, um das gut. Ganze jetzt gut machen zu wir noch den Untergrund. Dazu brauchen wir diese Kleckse. Ich habe jetzt zwei Stempelfarben benutzt. Einmal Jade. Das ist ein ganz kleiner Keller. Und jetzt einfach, wie ihr euch das denkt, die Mitte bestempeln. Stempel noch ein bisschen drehen. Das ist ja eh schon unregelmäßig. So. Den Stempel kurz sauber machen. Und dann hier das Bermuda-Blau, das dunklere. Dann noch ein paar Akzente mit reinstempeln. Dann sieht es wirklich aus wie so Wasserfarben. Die sind ja an manchen Stellen die Farben kräftiger und dunkler. Und an den anderen verläuft es wieder mehr und wird heller. Genau, das reicht glaube ich schon. So, jetzt fehlt, glaube ich, nur noch der kleine Spruch hier in unserer Sprechblase, bevor wir alles aufkleben. Und dafür, mal schnell nochmal sauber machen hier. Nehmen wir nochmal die Schnecke.
Die putzen wir nochmal schön sauber. Jawohl. Und jetzt mit Stens on. Nur, Moment, hier oben, das für dich. Ich muss jetzt ein bisschen zielen. Und das machen wir in die Sprechblase rein. Die Sprechblase schon mal in Position drehen. Und dann das für dich zielen. Jawohl. Und kurz trocknen lassen. Jetzt können wir auch schon alles zusammenkleben. Zuerst kommt unser Hintergrund auf die Karte. Irgendwie habe ich immer den Leim, der schon fast leer ist. So. Genau, darauf kommt der gestempelte Hintergrund. Platz da. So, sehr schön. Jetzt habe ich mir gedacht, ich klebe den Pilz direkt auf. Ich muss mal schnell noch mein Stempelkissen zumachen, dass der da irgendwann da aus Versehen reinfasst. Ganz gefährlich, zu viel offene Stempelkissen. Na, was ist jetzt hier mit dem Leim jetzt? So. Dann mit Abstandshalter meine Schnecke oben drauf, weil der Blickfang soll die Schnecke sein. Deswegen wird die quasi eine Etage höher gesetzt durch die Abstandshalter, die Dimensional ist. Ein bisschen schief, die klettert da jetzt gerade drauf. Und hier oben noch als Spruch. So. Post für dich. Genau. So, wunderbar. Also, das wäre die Schneckenpost mit den Aquarellstiften ausgemalt. Dann viel Spaß beim Nachbasteln und vor allem ganz viel Spaß beim Verschenken. Tschüss!